So, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo von mir, Mr. Swiss Soccer. Ja, erstmal ganz kurz eine Info, und zwar, ich habe jetzt meinen neuen Computer bekommen und angeschlossen. Also, das ist das erste Video von meinem neuen Computer. Genau, es hat schweinelange gedauert, weil mein Computer nach 2 Stunden wiederherstellen immer noch nicht zurückgestellt war, weil ich wollte den halt zurücksetzen, alle Daten darunter löschen für meinen kleinen Bruder. Aber der war nach 2 Stunden bei 20%. Dachte ich mir, nö, Stecker raus. Und ja, jetzt ist er im Arsch. Egal. Also nee, im Arsch nicht, aber ich brauche eine Windows-CD, weil komplett alles weg ist. Aber gut, das ist nicht weiter von Bedeutung. Ja. Wie geht es weiter? Ihr habt gesehen, also die letzten paar Tagen waren sehr wenige Videos online. Also WRC Part 23 war da noch der neueste. Und ja, Grund dafür war, ich habe A, keine Zeit gehabt und B, keinen Bock, Videos zu produzieren. Jetzt habe ich eine Woche Ferien bis zum 22. Und ja, in dieser Woche wird fleißig, werden hier Videos produziert. Und ja, hier kommen wir direkt zur schlechten Nachricht. Und zwar WRC4, es tut mir wirklich leid, irgendwie in jedem Infovideo beende ich irgendein Projekt. Und zwar muss WRC4 auch abgebrochen werden, weil das Save Game auf meinem alten Computer war und ich das nicht sichern konnte. Ich konnte das dumme Save Game nicht speichern. Ja, es tut mir leid. Mir hat das Spiel allerdings auch nicht mehr so viel Spaß gemacht wie am Anfang. Ja, es ist nicht so toll, wie ich dachte. Aber nichtsdestotrotz kommen jetzt weitere Projekte. Ihr seht schon, nächste Projekte habe ich einiges geplant. The Crew, Alarm für Cobra 11, Highway Nights, Alarm für Cobra 11, Das Syndikat, Alarm für Cobra 11, Undercover und Alarm für Cobra 11, Crash Time. So wie GTA 5 online auf dem PC, sobald es dann endlich mal draußen ist, wenn Rockstar Games es endlich mal in den Griff bekommt und das auf PC release. Das nächste Spiel wird, was wir let's playen, was ich letzt mit euch let's playen werde, ist Alarm für Cobra 11 Crash Time. Es ist ein relativ altes Spiel von 2008, noch von RTL Games GmbH. Genau. Eigentlich ein relativ altes Alarm für Cobra 11 Spiel, aber ihr seht, ich werde die eigentlich fast die komplette Alarm für Cobra 11 Reihe durchspielen seit Crash Time. Also Highway Nights, außer Burning Wheels spiele ich eigentlich alle. Also Crash Times werde ich mit euch durchspielen, dann werde ich Highway Nights, den Nachfolger eigentlich spielen, dann das Syndikat und danach Undercover. Das war das Neueste. Ich weiß, zwischen Crash Time und Highway Nights kommt noch Burning Wheels. Das habe ich allerdings nicht. Genau. Denn irgendwann nächstes Jahr sollte ja noch The Crew rauskommen, auch so ein Racing Game werde ich mir auf jeden Fall auch gönnen. Und GTA 5 online. Sobald es dann endlich mal draußen ist. Man munkelt ja, dass es im März rauskommt, aber von Rockstar Games noch nichts offiziell bestätigt. Ja. Gut. Also ich hoffe, die machen da was. Ja, scheiße, wenn nicht. So. Ja, zu WRC4. Ich werde alle Videos löschen. Sobald das Info-Video oben ist, sind alle Videos gelöscht. Und ja, vom Server soll es eigentlich bald mal losgehen. Ich weiß es nicht. Ich will und darf euch hier nicht allzu viel Infos geben. Aber ja, ich denke, das geht bald weiter. Ja. Dann noch was kurz zum PC. Ihr wundert euch sicher, was ich für ein
PC mir gegönnt habe. Das ist ein Medion Akoya irgendwas mit Windows 8.1 drauf. Ja, ihr seht hier meinen Vornamen, aber das ist mir wurscht. Mit einem Windows 8.1 Betriebssystem und ja, einem Intel Core i7 und 8 GB RAM und einer GTX 760 Grafikkarte. Und ich habe eine 128 GB große SSD drinne. Wie geil ist das denn? Ich habe vorhin einfach mal aus Spaß den Computer neu gestartet und leck mich am Arsch. In der Zeit ist mein alter Rechner hochgefahren und in der Zeit, wo mein alter Rechner hochfahren würde, würde der hier zweimal hoch und runter fahren, sich noch die Fingernägel schneiden, die Zehennägel schneiden. Ich weiß, er hat keine, aber das ist wurscht. Und dann noch einen Marathon laufen und dann ist der andere vielleicht auch oben. Also das geht verdammt schnell. Diejenigen, die einen PC mit SSD haben, wissen es. Der einzige Nachteil an dem Ding ist die USB-Anschlüsse. Das Ding hat 6 USB-Anschlüsse. 6. Ist ein bisschen wenig. Also ich habe jetzt mein Headset angeschlossen. Sind schon mal 2 Anschlüsse, die wegfallen. Dann habe ich meine Tastatur angeschlossen. Meine Maus natürlich. Dann noch meine Festplatte an einem USB 3.0 Anschluss, wovon 2 vorhanden sind von diesen 6. Also das heißt 4 normale. Also die Sets im normalen, 2 normalen. Dann die Tastatur am an einem normalen, die Maus an einem USB 3.0 und dann die Festplatte auch an einem USB 3.0 Verbindung. Das heißt, ich habe jetzt noch genau eine Schnittstelle frei für mein Lenkrad, was ich irgendwas einstecken werde, wenn ich es brauche. Und ja, also eigentlich ist das der Steckplatz, den ich dauernd wechseln werde. Mal gucken, vielleicht hole ich mir mal noch so eine Schiene, so ein USB Teil, wo ich dann halt viele Sachen reinstecken kann. Mal gucken. Ich brauche sowieso noch eine Windows-CD. Von dem her passt man sich sowieso in die Stadt. Okay, das gab einen kurzen Cut. Da hat mir das irgendwas eingeblendet. Das ist, ja. Keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat mich nicht allzu böse wegen dem Let's Play. Ich werde das Spiel jetzt sofort installieren und schauen, dass ich es zum Laufen kriege, das andere. Alarm für Kuppel 11. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein, euer Mr. Swisszocker. Ciao.